Hallo zusammen, ich grüße euch. Wir haben heute ein neues Thema und zwar geht es um die Dreieinigkeit. Biblische Argumente auf dem Prüfstand. Ich werde den Auftrag in vier Teile teilen. Das erste ist die Dreieinigkeit im Alten Testament. Der zweite Vortrag ist dann die Dreieinigkeit im Neuen Testament. Der dritte Vortrag ist dann, warum glauben Menschen an die Dreifaltigkeit? Und der vierte, wer ist der himmlische Vater und wer ist der Messias? Ich habe hier ein paar Bücher bereitgelegt, die alle die trinitarische Position verteidigen. Das ist also alles pro Trinität. Hier haben wir einmal die drei Bände von Martin Lloyd-Jones, ganz bekannt. Und zwar einmal Gott der Vater, dann Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Also sehr umfangreich. Oder Jesus war ein Jude, da geht es um Jesus im Alten Testament, ganz am Ende, von Arnold Fruchtenbaum. Dann ist Jesus Christus Gott, da geht es gleich ans Eingemachte, von Johannes Pflaum. Oder der Dreieine Gott, eine trinitarische Theologie von Gisbert Greshaig. Oder, was haben wir hier noch, der James I. Packer, und zwar Gott erkennen. Ich werde versuchen, auf die Argumente einzugehen, die dort angeführt werden. Ich kann selbstverständlich nicht alle Argumente bearbeiten, aber es werden die sein, die in der Regel für die Argumentation genommen werden, um aufzuzeigen, dass Gott ein dreipersonales Wesen ist. Fangen wir also an mit dem ersten Argument. Ich benutze die Elberfelder 1905. Für die Verse, die ich hier zitieren werde. Also das erste Argument ist 1. Mose 1, Vers 1 bis 3. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Gleich zu Anfang der hebräischen Bibel, dem ersten oder Alten Testament, soll das erste Indiz für die Dreieinigkeit sein. Also Gott schuf, wäre dann die erste Person, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, die dritte Person. Und als Gott gesprochen hat, also das Wort, wäre es dann Jesus nach dem klassischen Logos-Verständnis. Und dann hätten wir dort eigentlich die Dreieinigkeit. Also wir finden das in keinem renommierten Bibelkommentar, dass so argumentiert wird. Gott spricht durch sein göttliches Wort. Also Gott spricht, und wenn Gott etwas sagt, dann wird es. Und was das Wort ist, werde ich hier mal anschauen. Und zwar finden wir die Bedeutung im Psalm 33, Vers 6. Ihr könnt das auch gerne selbst nachprüfen. 33, Vers 6. Und da heißt es, durch Jahwes Wort sind die Himmel gemacht und all ihr Heer, durch den Hauch seines Mundes. Durch den Hauch seines Mundes. Also, Gott spricht und es wird. Ganz simpel. Es hat also nichts mit der Dreifaltigkeit zu tun, sondern Gott sagt etwas und dann geschieht es. Falls Elohim eine mehrpersonale Bedeutung hätte, wie manche annehmen, sind dann Mose im 2. Mose 7,1 oder Dagon in 1. Samuel 5, Vers 7 oder auch der Messias im Psalm 45, Vers 6 eine mehrpersonale Person? Das kann ja nicht sein. Also wenn Elohim betrifft eine Person und genauso wenig wie Mose oder der Messias mehrpersonal sind, ist auch Gott in diesem Vers nicht mehr personal. Eine Studie des hebräischen Wortes Elohim gibt keine Unterstützung für diese These, dass Gott in 1. Mose 1:1 sowohl Gott der Vater, Gott der Sohn oder Gott der Geist ist. Das heißt, auch in jüdischen Enzyklopädien findet man das ganz klar. Es gibt keine Begründung, dass dort eine mehr personale Gottheit gemeint sein soll. Kommen wir zum nächsten Vers, der wird sehr oft genannt, und zwar ist das 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasset uns
Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Gleichnis, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über das Gevögel der Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Hier behauptet Ralph O. Munkester in seinem Buch, das heißt, was ist die Trinität, auf Seite 15, Gott erscheine eindeutig in der Mehrzahl und den einen Gott in drei Personen. Schauen wir, was wir dazu finden. Es gibt in der Bibel über 10.000 singulare Pronomen und Verben, die sich auf Gott beziehen. Interessanterweise werden diese nicht erwähnt. Viele Trinitarier haben seit langem aufgehört, aus diesem Vers die Trinität abzuleiten. Also der Trinitarier Murray Harris stellt fest, es wäre unangemessen, wenn sich Elohim Gott oder Jahwe im Alten Testament jemals auf die Dreieinigkeit beziehen sollten, wenn sich im Neuen Testament Theos regelmäßig allein auf den Vater bezieht und offensichtlich niemals auf die Dreieinigkeit. Der trinitarische Kommentator J.I. Wenham schreibt, Christen haben traditionell diesen Vers, also 1. Mose 1,26, so betrachtet, als weise er voraus auf die Trinität. Es wird aber nun allgemein eingestanden, dass dies nicht der Fall war, was das Plural uns für den ursprünglichen Autor bedeutete. Also es ist auch so, wenn man die meisten Kommentatoren sich anschaut, dieser Vers wird gar nicht mehr benutzt. Also das ist wohl eher etwas, was vielleicht vor über 100 Jahren noch genutzt wurde, aber neuere Kommentatoren. Es ist so, es gibt viermal dieses Wort uns, was sich dann auf den Vater bezieht, aber eben über 10.000 Mal singulare Pronomen und Verben. Jetzt kann man natürlich diese vier Verse sehen und diese über 10.000 anderen Hinweise nicht sehen. Aber damit wird man nicht weiterkommen. Also das ist wirklich kein Argument. Genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Und die Frage ist natürlich, selbst wenn es uns ist, selbst wenn er uns steht, wo steht Vater, Sohn und Heiliger Geist? Da steht er ja gar nicht. Das kann man zwar vermuten. Und die Frage ist, wo steht irgendwas bei uns von drei? Also weder das drei steht doch, noch Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also das ist eigentlich nur hoch spekulativ und kann als echtes Argument überhaupt gar nicht ins Feld geführt werden. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar ist es 1. Mose, Kapitel 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinem Vater und seiner Mutter verlassen und seinem Weibe anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Also Vater und Mutter verlassen, und sie werden ein Fleisch sein. Johannes Flaum schreibt über das Wort Echad, dass es nicht eins im absoluten Sinne bedeutet, sondern eine zusammengesetzte Einheit, oder wie die Engländer da sagen, Compound Unit. Der Schöpfungstag besteht aus Morgen und Abend und somit einem Echad. 1. Mose 1,5. Mann und Frau werden Vater und Mutter verlassen, das habe ich gerade gesagt. Teile des Zeltes der Stiftshütte ergeben ein Echad, ein Ganzes. 2. Mose 36,18. Also man versucht aufzuzeigen, es gibt zusammengesetzte Teile und diese zusammengesetzten Teile ergeben dann ein Ganzes. Die Monogamie ist die naturgemäße, gottgegebene Form. Mann und Frau verlassen dazu ihre Familien und werden zu einer neuen Familie. Der Mann wird an seiner Frau anhangen, sprich, wenn man das direkt übersetzt, angeleint sein. Dies betrifft leider auch außereheliche Beziehungen. Das finden wir in 1. Korinther 6, 16. Dass ein Mann an seiner Frau anhängt und durch die Ehe in körperliche Gemeinschaft mit ihr ein Fleisch wird, hat nichts mit der Dreifaltigkeit zu tun. Also ich bin auch verheiratet und ich und meine Frau sind auch eins, aber sie ist trotzdem ein eigenständiges Wesen und ich bin auch ein eigenständiges Wesen und wir sind auch nicht immer einer Meinung. Das wird wahrscheinlich jeder bestätigen können, der in einer Ehe ist. Man stelle sich vor, jemand behauptet, das Wort ein würde in dem Ausdruck ein Stativ, ein zusammengesetztes Ein bedeuten. Nehmen wir an, jemand denkt, dass bei dem einen Land Vereinigte Staaten von Amerika das eine eigentlich von der Bedeutung her Plural sei. Die scheinbar einleuchtende Überlegung ist klar, die Idee einer Pluralität kommt jeweils durch die Substantive Stativ mit seinen drei Beinen, die Vereinigten Staaten, nicht aber von dem Wort ein.
Es ist ein Täuschungsmanöver, die Pluralität, die dem nachfolgenden Substantiv angehört, auf das Wort einzulegen. Das wäre etwa so, als ob man sage, ein bedeutet wirklich 1000, wenn es in dem Ausdruck ein Tausendfüßler benutzt wird. Kommen wir zum nächsten Argument. Wir bleiben immer noch in der Genesis. 1. Mose 18, Vers 2. Und er hob seine Augen auf und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen vor dem Eingang des Zeltes und beugte sich nieder zur Erde. Handelt es sich bei diesen drei Personen um die Dreifaltigkeit? Das wird auch manchmal ins Feld geführt. Der Grund, warum die These so verbreitet ist, liegt unter anderem an Martin Luther. Er deutete die drei Personen auf die Dreifaltigkeit. Also wir sehen, wir haben hier jetzt eine gut 500-jährige oder knapp 500-jährige Tradition. Abraham hat prophetisch den Tag Christi gesehen, Johannes 8, 56, lesen wir das, sodass er auch seine Gottheit gesehen haben muss. Im Kommentar von Kyle Delitzsch wird von Jahwe und zwei Engeln gesprochen. Strack und Dillmann sprechen von zwei Begleitern Jahwes. Der Engel Jahwes kommt als Gottes Repräsentant mit zwei Engeln. Und so lesen wir, wenn wir einfach nur weiterlesen, in 1. Mose 18, Vers 22, da heißt es nämlich, und die Männer wandten sich von dannen und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb vor Jahwe stehen. Die zwei Engel werden im nächsten Kapitel auch als solche bezeichnet. Also es ist also nicht so, dass zwei Drittel der Dreifaltigkeit jetzt weggegangen sind und ein Drittel ist noch dort geblieben, sondern der Vertreter Gottes, der Engel des Herrn, stand vor Abraham und die beiden Todesengel sind weitergezogen. Kommen wir zum nächsten Punkt. 1. Mose, Kapitel 19, Vers 24. Und Jahwe ließ auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von Jahwe aus dem Himmel. Arnold Fruchtenbaum schreibt hierzu, offensichtlich lässt hier Jahwe Nummer 1, er befindet sich im irdischen Bereich, Feuer und Schwefel regnen von einem Jahwe Nummer 2, der im Himmel ist. Ich habe hier eben gerade wörtlich zitiert. Also da steht tatsächlich so in seinem Buch. Hier ist nochmal das Buch und das könnt ihr nachlesen auf Seite 149. Er schreibt tatsächlich Jahwe Nummer 1 und Jahwe Nummer 2. Also wir haben schon zwei Jahwes hier. Haben wir hier wirklich zwei Jahwes im Text? Angeblich soll dieser Vers auf mindestens zwei Jahwes hinweisen. Es ist auch interessant, dass hier, vielleicht finde ich das gleich, genau, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hier schreibt Arnold Fruchtenbaum, Gott ist wenigstens zwei. Das muss man sich mal vorstellen. Also Gott ist wenigstens zwei. Jetzt stellt euch mal vor, jemand fragt euch, ihr seid in einer Fußballmannschaft und jemand hat keine Ahnung von Fußball und fragt, wie viele Spieler sind da auf dem Feld? Und ihr sagt, ja, mindestens 11. Dann wird die andere Person wahrscheinlich sagen, Entschuldigung, sind dort 11? Oder wie viele Spieler sind dort auf dem Feld? Ja, also in unserer Mannschaft sind es mindestens 11. Also sind es 11 oder sind es nicht 11? Und er schreibt, dass Gott mindestens 2 sind. Ich weiß nicht, ob das wirklich jemandem, der zum Glauben kommen will, hilfreich ist, wenn man mit solchen Ausdrücken arbeitet. Das ist, wenn jemand, der zum Glauben kommen möchte, und man sagt ihm, ja, Gott ist mindestens 2. Ich weiß nicht, was jemand davon halten soll. Also wahrscheinlich wäre diese Person wahrscheinlich in erster Linie verwirrt. Wohl genauso wie der, der sowas ausspricht. Also, kommen wir nochmal hier zurück. Was besagt dieser Text? Der Gott des Himmels Jahwe hat durch seinen Engel die zwei Städte gestraft. Wieso wird dieser Engel Jahwe genannt? In 1. Mose 31, 13 heißt es, der Engel Jahwe sagt, ich bin Gott. 2. Mose 3, Kapitel 2 bis 14, dort finden wir, der Engel Jahwe sagt, ich bin Jahwe.
In 1. Mose 16, 13 oder Richter 13, 22 haben wir wieder, der Engel Jahwes wird mit Gott angeredet. Oder auch 2. Samuel 24, Vers 16, der Engel Jahwes unterscheidet sich von Jahwe. Also, jetzt ist die Frage, ist das jetzt ein Widerspruch? Eigentlich nicht, es ist überhaupt gar kein Widerspruch, sondern das hebräische Prinzip der Stellvertreterschaft. Das nennt sich Schaliach. Dieser Engel agiert im Auftrag Gottes und führt seine Befehle aus, denn Gott kann niemand sehen. Johannes 1,18 oder 1. Timotheus 6,16, da könnt ihr es nachlesen. Niemand kann Gott sehen. Noch hat jemand Gottes Stimme gehört. Johannes Kapitel 5, Vers 37. Also Gott spricht immer durch Mittler. Das betrifft also auch seine Stimme. Also haben wir hier zwei Jahwes im Text oder wer hat jetzt Sodom und Gomorra vernichtet? Also das sind die Todesengel, die das machen. Der Mittler wirkt wie ein Generalbevollmächtigter. Man kann sich das so vorstellen, du, der du das jetzt siehst, hast eine Firma und du hast 100% des Aktienkapitals. Und du stellst jetzt mich als Generalbevollmächtigten ein. Jetzt agiere ich in deinem Namen und du hast mich mit all deiner Macht ausgestattet. Bin ich jetzt du? Natürlich nicht. Ich agiere in deinem Namen. Ich agiere mit deiner Kraft. Ich mache alles, was du mir aufträgst. Und so macht das auch der Engel des Herrn. Er tut all das, was ihm der himmlische Vater sagt. Deswegen kommt er im Auftrag Jahwes und kann auch als solcher bezeichnet werden, ohne dass er es selber ist. Also man kann dieses Schaliach-Prinzip gut vergleichen mit, also in unseren Kreisen hier, mit der Generalbevollmächtigung. In 2. Mose, Kapitel 12, Vers 12 heißt es dann, und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Lande Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh, und ich werde Gericht üben an allen Göttern Ägyptens, ich Jahwe. Und dann heißt es in 2. Mose 12, 23, Jahwe wird durch das Land gehen und die Ägypter zu töten. Wenn er das Blut am Türsturz und den beiden Türpfosten sieht, wird er an dieser Tür vorbeigehen und, jetzt kommt das Entscheidende, dem todbringenden Engel nicht gestatten, eure Häuser zu betreten. Das ist die Antwort. Also Gott sagt es, er wird es tun, aber er tut es nicht direkt. Er tut es durch seinen Schalier, durch seinen Vertreter. Dieser wirkt in seinem Namen und führt es aus. Gott Jahwe half auch seinem Volk in der Wüstenwanderung durch einen Engel. Hier haben wir jetzt wieder den Vergleich, zuerst 2. Mose, Kapitel 13, Vers 21. Und Jahwe zog vor ihnen her, des Tages in einer Wolkensäule, um sie auf dem Wege zu leiten, und des Nachts in einer Feuersäule, um sie zu leuchten, damit sie Tag und Nacht ziehen könnten. Und in 2. Mose, Kapitel 14, Vers 19 heißt es dann, und der Engel Gottes, der vor dem Heere Israels herzog, brach auf und trat hinter sie und die Wolkensäule brach auf von vorn und stellte sich hinter sie. Also, jetzt haben wir wieder den Vergleich. Erstmal ist es der himmlische Vater und dann ist es auch einmal ein Engel. Das ist überhaupt gar kein Widerspruch, sondern, wie ich schon vorher sagte, der Vater wirkt durch seine Mittel. Ein weiteres Beispiel ist der Kampf Jakobs mit Gott. Also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie stark muss dieser Jakob gewesen sein, dass der allmächtige Gott ihn darum bittet, losgelassen zu werden? Also das ist ja wirklich lächerlich. Aber wir lesen das mal. 1. Mose Kapitel 32, Vers 24 bis 26 und 29. Und Jakob blieb allein übrig und es rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte aufging und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, da rührte er sein Hüftgelenk an und das Hüftgelenk Jakobs ward verrenkt, indem er mit ihm rang. Da sprach er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Und er sprach, ich lasse dich nicht los, du habest mich denn gesegnet? Und Jakob fragte und sprach, tu mir doch deinen Namen kund. Da sprach er, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn da selbst und Jakob
gab dem Ort den Namen Peniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Auch hier handelt es sich um das gleiche Prinzip. Jakob hat mit einem Engel gekämpft. Also erstens kann niemand Gott sehen und er hat ihn nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen, auch wenn es dort so steht. Er rang auch mit einem Mann. Traditionelle jüdische Kommentatoren bestätigen dann auch die Sicht, dass es sich um einen Engel handelt. Und in Hosea Kapitel 12, Vers 4 bis 5 heißt es dann, im Mutterleibe hielt er seinen Bruders Verse und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Und jetzt heißt es, er kämpfte mit dem Engel und überwand. Er weinte und flehte zu ihm, zu Bethel fand er ihn und er selbst redete er mit uns. Das Prinzip ist also immer das gleiche. Kommen wir zum nächsten Punkt. 1. Mose Kapitel 22, Vers 11 bis 12. Da rief ihm der Engel Jahwes vom Himmel zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Es gibt viele Bibelverse, in der der Engel Jahwes, also der Engel des Herrn, als Gott auftritt. Die Stellvertreterschaft durchzieht die gesamte Bibel. Thomas Schirmacher zieht daraus folgenden Schluss. In seinem Buch Ethik, das Gesetz der Liebe, Band 2, Seite 343. Die Untersuchung hat gezeigt, dass der Engel des Herrn einerseits Jahwe, der Herr, also Gott ist, andererseits sich von ihm unterscheidet, weil er in Jahwes Auftrag handelt und sich mit diesem unterhält. Diese beiden Kriterien erfüllt nur eine andere Person des dreifaltigen Gottes. Also hier geht es darum, dass er meint, dass Jesus diese als einziges erfüllen kann. Also dass er es ist und dass es wiederum nicht ist. Das ist die sogenannte Engelschristologie. Der Messias wäre somit der Engel Jahwes im Alten Testament. Ist Jesus dieser einzigartige Engel? Also manche glauben das, also ich würde doch sogar sagen, nicht wenige. Der Messias kann gar kein Engel sein. Das finden wir nämlich in Hebräer 1, Kapitel 1, Vers 5 oder Kapitel 1, Vers 13 oder Kapitel 2, Vers 5. Ich würde mal einen Vers davon vorlesen, und zwar den letzten, 2, 5. Denn nicht Engeln hat er unterworfen den zukünftigen Erdkreis, von welchem wir reden. Dieser einzigartige Engel erscheint auch im Neuen Testament wieder. Das finden wir unter anderem in Lukas 1,11 und Apostelgeschichte 5,19. Also wie könnte Jesus denn dieser Engel sein, wenn dieser Engel dann ja inkarnierte in Maria und damit Maria keine Geburt hatte, sondern eine Transformation eines geistigen Wesens und dann der mächtige Engel des Herrn zum Baby Jesus wurde? Dann dürfte dieser Engel, der ja einzigartig ist, der Engel des Herrn, überhaupt gar nicht mehr erscheinen im Neuen Testament, aber wir sehen, er erscheint immer noch. Das heißt, der Engel des Herrn ist immer der Engel des Herrn auch im Neuen Testament. Es macht auch keinen Unterschied, ob von einem Engel des Herrn im Alten Testament oder von dem Engel des Herrn im Neuen Testament gesprochen wird. Sein Gottesbild von bestimmten und unbestimmten Artikeln abhängig zu machen, ist natürlich sehr fraglich. Das sollte man nicht tun. Also man braucht wirklich hier handfeste Beweise. Nach hebräischem Verständnis ist es ganz natürlich, dass der Engel des Herrn als Gott selbst zu betrachten ist, ohne dass dieser Engel tatsächlich Gott ist. Also es ist ein ganz normales hebräisches Prinzip, was aber nicht allzu bekannt ist im christlichen Umfeld. Kommen wir zu 5. Mose 6,4. Das Schema Israel, höre Israel, Jahwe, unser Gott, ist ein einziger Jahwe. Arnold Fruchtenbaum schreibt zum Schema Israel folgendes. Einerseits soll betont werden, dass die Worte unser Gott im hebräischen Text im Plural stehen und damit die wörtliche Bedeutung von unsere Götter haben. Das Hauptargument findet sich jedoch im Wort allein, dem hebräischen Echad. Ein Blick in die hebräischen Texte, in denen dieses Wort gebraucht wird, offenbart schnell, dass das Wort Echad nicht ein absolutes Allein einzig bedeutet, sondern ein zusammengesetztes Allein. Wir hatten das Thema schon vorhin mit der zusammengesetzten Einheit. Spricht die Bibel von unseren Göttern oder unserem alleinigen Gott?
Prüft das doch mal in eurer Bibel nach. Seine ursprüngliche Bedeutung ist das zahlenmäßige 1 und so wird es auch über 600 Mal in der zum Beispiel New American Standard Bible übersetzt. Seine zweithäufigste Übersetzung von Echad ist das Wort der und kommt hier 55 Mal vor. Echad bedeutet normalerweise also 1. In der unrevidierten Elberfelder Bibel wird es 562 Mal mit ein, 213 Mal mit einer und 44 Mal mit der übersetzt. Im Johannesevangelium hat Jesus das Schema Israel sogar noch genauer als eine zahlenmäßig ein identifiziert. Einmal hat er zu seinen Anklägern gesagt, wie könnt ihr glauben, dass ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem Alleinigen, also dem Einzigen, den allein waren, Gott ist, nicht sucht. Johannes Kapitel 5, Vers 44. Später hat er zu seinen Jüngern zum Vater gebetet, also für seine Jünger zum Vater gebetet, in Johannes Kapitel 17, Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wie jeder andere Jude auch, hat der Messias geglaubt, dass Gott zahlenmäßig einer ist. Jesus hat dem Schriftgelehrten geantwortet, indem er das Schema zitiert hat und gesagt hat, dass er das erste Gebot im Vers 29, der Schriftgelehrte antwortete, Recht, Lehrer, du hast die Wahrheit geredet, denn er ist ein einiger Gott und da ist kein anderer außer ihm. Also hier ist ganz klar, das habt ihr in Vers 32, also Lukas 12, Vers 32, du hast die Wahrheit geredet, er bestätigt, der Schriftgelehrte bestätigt dem Messias, dass er die Wahrheit gesagt hat, dass es keinen anderen Gott gibt außer ihm. Also er redet hier von einem anderen, er redet nicht von Jesus, sondern vom himmlischen Vater. Und dann antwortet Jesus darauf, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Hier hatte Jesus natürlich die Chance verpasst zu sagen, nein, du hast es falsch verstanden, wir sind ein mehrpersonaler Gott und das, was Mose euch im Schema Israel gesagt hat, ist nur eine Teilwahrheit und die hat sich dann entwickelt im Neuen Testament. Aber das ist nicht passiert, sondern Jesus, Yeshua, bestätigt das, was Mose gesagt hat im 5. Mose 6,4. Hiermit hat Jesus den Vater nicht nur als den allein wahren Gott beschrieben, sondern sich selbst mit dieser Aussage auch von Jahwe ganz deutlich unterschieden, was eine klare Verneinung darstellt, dass er selbst Gott ist. Trinitarische Theologen bestehen darauf, dass sie monotheistisch sind, dass sie an einen Gott glauben, aber die meisten von ihnen definieren ein als eine Einheit und nicht als zahlenmäßigen einen. Arnold Fruchtenbraub schreibt, also hat eine Lösung für Gott in der Einzahl und dann schreibt er in seinem Buch, was ich vorhin aufgezeigt habe, auf Seite 147, im Hebräischen gibt es das Wort, das die Bedeutung von absoluter Einheit vermittelt und das ist das Wort Yachid. Es findet sich in vielen Schriftstellen, die werden dann hier zitiert, wobei die Betonung immer auf der Bedeutung von einzig liegt, sollte Mose beabsichtigt haben, Gottes absolute Einheit statt einer zusammengesetzten Einheit Gottes zu lehren, dann wäre dieses Wort weitaus angemessener gewesen. Also Arnold Fruchtenbaum verlegt diese Einzigartigkeit Gottes, wenn es dann einer, also ein Personal wäre, von Echad auf Yachid. Das Wort Yachid findet sich nicht in vier Bibelstellen, sondern nur an 12 Stellen, wenn wir Strong's zugrunde legen und das Wort wäre dann Strong's H3173. Yachid ist seltenes biblisches Hebräisch. Das Wort Yachid kommt in den 5 Büchern Mose nur 3-mal vor und zwar in der Geschichte von der Opferung Isaaks. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, 1. Mose 22,2. Oder deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. 1. Mose, Kapitel 22, Vers 12. Deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. 1. Mose, Kapitel 22, Vers 16. Abraham hatte nicht nur einen einzigen Sohn. Neben Ismael hatte er weitere Söhne. Das finden wir in 1. Mose, Kapitel 25, Vers 6. Das Wort der Yachid hat in der Bibel die Bedeutung von Geliebter, Eingeboren oder Einsam. Und wäre als Beschreibung Gottes eher ungeeignet. Also
Echad durch Yahid zu ersetzen ist nicht die Lösung. Echad ist schon das richtige Wort. Kommen wir zu Psalm Kapitel 2, Vers 7. Vom Beschluss will ich erzählen, Jahwe hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dieser Vers wird im Hinblick auf die Präexistenz des Messias bedeutet, doch der Textzusammenhang zeigt ein ganz anderes Bild. In Vers 6 wird von der Salbung des Messias auf dem Berg Zion gesprochen. Diese Salbung erfolgt aber erst bei der Wiederkunft des Messias auf die Erde. Erst dann wird er sein Reich in Zion aufbauen, dort intronisiert werden und alle anderen Reiche werden zerstört sein. Das ist etwas, was zeitgleich passiert. Das finden wir in Daniel Kapitel 2, Vers 44. Es handelt sich somit um ein zukünftiges Ereignis. Ein Vers weiter heißt es, heute habe ich dich gezeugt. Anhänger einer realen Präexistenz des Messias sollten sich fragen, warum dort heute steht. Also da steht, heute habe ich dich gezeugt. Eigentlich müsste da ja stehen, in Ewigkeit habe ich dich gezeugt. Heute ist ein Zeitpunkt in der Geschichte. Im Gegensatz zur Ewigkeit. Also die ewige Zeugung ist eine Erfindung des Kirchenvaters und Platonikers Origenes. Der hat die Zeugung in die Ewigkeit verlegt und das wurde dann später von der katholischen Kirche aufgegriffen, dann von der evangelischen, dann von den Freikirchen und so weiter. Das ist also nicht etwas, was aus der Bibel kommt, sondern das ist reiner Platonismus. Im Vers 7 wird von einem Beschluss gesprochen. Diese Verheißung wird im Neuen Testament nochmals aufgegriffen. So heißt es in Apostelgeschichte, Kapitel 13, Vers 33. Und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott dieselbe uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesum erweckte, wie auch in dem zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Paulus greift die Worte aus dem Psalm auf, die Verheißung Gottes im Psalm 2 hat sich durch die Auferstehung des Messias erfüllt. Vers 7, indem er Jesum erweckte. Doch er hat noch eine weitreichendere Bedeutung. Durch den Messias werden die Wiedergeborenen ebenfalls zu Kindern Gottes. Vers 7, dass Gott dieselbe uns, ihren Kindern, erfüllt hat. Auch die Gläubigen werden heute gezeugt und sind durch die göttliche Neuschaffung des Menschen Kinder Gottes und keine präexistenten Wesen. Kommen wir zu Psalm Kapitel 45, Vers 8. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Genossen. Handelt es sich bei Gott, dein Gott, um zwei Götter? Muss der eine Gott eine Salbung eines zweiten Gottes erhalten? Wo ist in diesem Vers jetzt der dritte Gott, um die Dreifaltigkeit zu begründen? Dieser Vers betrifft König Salomo und ist eine Vorschattung auf den Messias. Das könnt ihr im Hebräer Kapitel 1, Vers 8 nachlesen. Es handelt sich um eine hohe Anrede des Psalmisten, was in diesem Zusammenhang gerne übersehen wird. Auch Mose wird zweimal als Gott bezeichnet. Das findet ihr in 2. Mose Kapitel 4, Vers 16 oder Kapitel 7, Vers 1. Doch würde niemand auf die Idee kommen, Mose als Gott anzubeten. Der Vertreter Gottes tritt im Namen dieses Gottes auf und kann problemlos auch als Gott bezeichnet werden. Auch die Kinder Gottes werden als Gott bezeichnet. Jene werden als Gott bezeichnet, an denen das Wort Gottes erging. Psalm 82, 6 heißt es nämlich, ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Jesus greift das auf in Johannes 10, Vers 34 bis 36. Dort heißt es, Jesus antwortet ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Wenn er jene Götter nannte, zu welchen das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, sagt ihr von dem, welcher der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hast, du lässt das, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn. Für Sprachwissenschaftler ist die Übersetzung und Interpretation des ersten Teils des Satzes im Psalm 45, Vers 8, eines der schwierigsten Texte des Alten Testaments. In den meisten englischsprachigen Bibeln wird Elohim Gott als Vokativ gesehen und mit deinem Thron, o Gott, übersetzt und der König damit als Gott identifiziert. In anderen Übersetzungen wird Elohim aber als Adjektiv, Genitiv, Subjekt oder Prädikat übersetzt und es heißt dann dein göttlicher Thron oder dein Thron ist von Gott. In ihnen wird der König nicht als Gott bezeichnet. Wenn man den Vers so auslegen würde,
wäre dies ein einmaliger Vorgang in der Bibel. Keiner der biblischen Könige hat Göttlichkeit und der strenge Monotheismus wird auch nicht durch das Benennen von zweimal Gott in einem Vers ausgehebelt. Kommen wir zum nächsten Vers, Psalm 110, Vers 1, von David, ein Psalm. Jahwe spricht zu meinem Herr, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Johannes Flaum schreibt dazu, dort spricht Jahwe zu Adon, eine andere Form von Adonai. Dieser Herr Adon ist zugleich der Herr Davids. Das ausgewählte Volk Israel wird in diesem Psalm als Eigentumsvolk des Herrschers bezeichnet, welche Jahwe die Macht übertragen hat. Überhaupt steht dieser Psalm im engen Bezug zum Hebräerbrief. Der Herr zur Rechten wird hier als ewiger Priester nach der Ordnung Melchisedeks bezeichnet. Der Herr zur Rechten ist zugleich auch der Herrscher und Richter der Nation. Nicht nur durch das Zitat im Hebräerbrief, sondern auch in sich selbst, also durch diesen Psalm 110,1, bezeugt Psalm 110, bezeugt er die Gottheit des Messias. Das ist das, was Johannes Flaum schreibt. Tatsächlich ist der Herr Messias auch der Herr Davids. Schließlich wird der Messias im Reich Gottes über alle Menschen herrschen. Somit auch über seinen Urvater, den König David. Also König David ist der Urvater von Jesus. Und das finden wir in Lukas 1,32, wo es dann heißt, und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Also David wird hier als der Vater von Jesus beschrieben. Das ist auch so, weil er in seinem Stammbaum vorhanden ist. Doch ist der hier angewendete Titel für den Messias kein göttlicher Titel. Im Alten Testament wird der Titel Adoni 195 Mal für Menschen und gelegentlich auch für Engel verwendet, aber niemals für Gott. Unter anderem werden Abraham in 1. Mose Kapitel 24, Vers 12 oder König Salomo in 1. Könige 1, Vers 36 als Adoni bezeichnet. Adonai kommt 449 Mal vor und wird ausschließlich für den Gott Jahwe benutzt. Also heißt es in diesem Vers, Adonai sprach zu Adoni, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel meiner Füße. Also dieser Vers ist völlig ungeeignet, um dort eine Trinität zu finden, die findet man dort sowieso nicht, sondern es wäre eigentlich eine Begründung zur Binität, also zu einer Zweigötterlehre. Dieser Vers beschreibt somit keine Zweifaltigkeit oder Gottheit Christi, geschweige denn eine Dreifaltigkeit, sondern den Gott der Bibel, Adonai, und also der zu seinem menschlichen Vertreter, dem Messias Adoni, spricht. Kommen wir zum nächsten Vers, Sprüche, Kapitel 8, Vers 30. Da war ich Schoßkind bei ihm und war Tag und Nacht seine Wonne, vor ihm mich ergötzend alle Zeit. Die Frage ist, wer ist jetzt das Schoßkind? Dieser Textabschnitt wird mit seinen Aussagen oftmals auf den Messias gedeutet. So heißt es, er besaß mich in Vers 22, eingesetzt von Ewigkeit her 23, war ich geboren, Vers 25, und das Schoßkind bei ihm. Ist Jesus die Weisheit oder handelt es sich um die Weisheit Jahres? Also ist ja Jesus hier die Weisheit, die beschrieben wird, denn hier wird von der Weisheit gesprochen. Eine Gottheit wird erstmal nicht geboren, das wird da nicht klar sein. Doch ist ein Gott, also noch ist ein Gott ein Schoßkind. Ein Gott hat keinen Anfang und ist von Ewigkeit. Eine Geburt ist immer mit einem Anfang verbunden. Daran ändert auch die platonischen Ideen Origenes nicht, der, wie ich vorhin schon sagte, die Geburt des Messias einfach in die Ewigkeit verlegt hat. Jahwe hat durch Weisheit die Erde gegründet, durch Weisheit, Sprüche 3,19, also durch seine Weisheit. Jahwe hat alles mit Weisheit gemacht, Psalm Kapitel 104, Vers 24, ich, Weisheit, bewohne die Klugheit. Sprüche Kapitel 8, Vers 12, wenn Jesus also diese Weisheit sein soll, wer wäre denn dann die Klugheit? Auch hat Jesus bei den angeblichen Inkarnationen nicht sein Geschlecht geändert, denn in Sprüche Kapitel 7, Vers 4 heißt es, Schwester Weisheit. Also die Frage ist, ist Schwester Weisheit bei der Inkarnation zu Bruder Jesus geworden? Das ist natürlich völlig lächerlich.
falls Jesus die Weisheit wäre, wie konnte er dann an Weisheit zunehmen? Also wenn Jesus diese absolute Weisheit gewesen wäre, also die Weisheit des himmlischen Vaters, bleiben wir hier gleich bei Lukas und lesen mal Lukas Kapitel 2, Vers 52, da heißt es, und Jesus nahm zu an Weisheit und an Größe und an Gunst bei Gott und den Menschen. Jesus nahm zu an Weisheit. Also Jesus kann gar nicht die Weisheit sein. Und Jesus hat die Weisheit dann ja auch nicht bei seiner Geburt abgelegt. Und dass man dann sagt, ja, es ist der menschliche Teil von Jesus, der hat dann an Weisheit zugenommen, aber der göttliche Teil hat er nicht zugenommen. Also das kann man natürlich machen, aber auch dafür gibt es keine biblischen Belege. Ein wichtiger Beweis für das poetische Verständnis dieses Abschnitts ist der weitere Textverlauf. Die Frau Weisheit und die Frau Torheit werden personifiziert dargestellt, die Weisheit als fleißig, ihr Haus bauend und die Torheit wird als faul dargestellt. Es ist eine allegorische Gegenüberstellung von Weisheit und Torheit und das finden wir in Sprüche Kapitel 9, Vers 1 bis 18. Dieser Textabschnitt beschreibt die Weisheit Jahwes als poetische Personifikation, wie sie öfters in der Bibel zu finden ist. Ein anderes Beispiel, wo wir das finden, ist in Galater Kapitel 3, Vers 25. Ich lese das mal vor. Dort heißt es, da aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Der Zuchtmeister wird hier als das mosaische Gesetz beschrieben. Aber das mosaische Gesetz ist ja nicht ein strenger Lehrer im Sinn einer Person, sondern es wird nur personifiziert. Niemand würde auf die Idee kommen, dass das mosaische Gesetz eine Person ist, die ein Zuchtmeister ist, also ein strenger Lehrer. Und hier gilt genau das Gleiche. Das Prinzip ist identisch. Professor Kuschel hat es folgendermaßen formuliert, und ich finde die Formulierung fantastisch. Personifikation und Präexistenz sind poetische Stilmittel zur Gestaltung des Ungestalteten, zur Veranschaulichung des Unanschaulichen, zur Bebilderung des Bilderlosen. Gottes selbst in seiner Offenbarung für die Menschen, die Wirklichkeit Gottes bekommt mit Hilfe einer so verspielt spielerischen weiblichen Figur wie die Weisheit, Dynamik und Schönheit. Es ist also die Weisheit, die in Form einer weiblichen Figur beschrieben wird, wie hier im Galater 3,25 zitierte, wo das mosaische Gesetz in Form eines strengen Zuchtlehrers oder Zuchtmeisters beschrieben wird. Das ist einfach nur ein poetisches Stilmittel. Kommen wir zu Sprüche Kapitel 30, Vers 4. Wer ist hinaufgestiegen gen Himmel und herniedergefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name? Und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Ist hier der Messias gemeint? Schließlich ist er in den Himmel gehoben worden, das finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 9, und wird eines Tages zu uns zurückkehren. Unter anderem finden wir das in Sacharja Kapitel 14, Vers 4, wo er dann wieder auf dem Ölberg erscheinen wird. Hier wird ganz eindeutig der, der alles aufgerichtet hat, von dem Sohn unterschieden. Wer hat aufgerichtet die Enden aller Erde und wie ist sein Name? Selbstverständlich der himmlische Vater. Hat alles gewirkt und die Himmel ausgespannt, sowie die Erde geschaffen, durch sich selbst. Lesen wir mal Jesaja, Kapitel 44. Vers 24. Da heißt es, so spricht Jahwe, dein Erlöser und der vom Mutterleibe an dich gebildet hat. Ich, Jahwe, bin es, der alles wirkt, der die Himmel ausspannte, ich allein die Erde ausbreitete durch mich selbst. Der himmlische Vater hat alles alleine geschaffen und er braucht keine Hilfe. Jahwes Hand hat alles gemacht, das finden wir in Jesaja 66, Vers 1 bis 3. Er hat die Erde gemacht durch seine Kraft und den Erdkreis festgestellt durch seine Weisheit. Jeremia Kapitel 10, Vers 12. Gott hat die Welt gemacht und alles, was darin ist. Das finden wir auch im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 17, Vers 24. Auch bei Hiob ist nur Gott Jahwe aktiv am Bau der Erde beteiligt gewesen. Das finden wir in Hiob, Kapitel 38, Vers 3 plus 7.
Selbst wenn der präexistente Jesus einer der Söhne Gottes oder einer der Morgensterne wäre, liegt die Aktivität allein bei Gott Jahwe. Es ist auch ein Zeichen seiner Allmacht. Gott braucht keine Helfer. Die Weisheit ist eine Eigenschaft Jahwes und keine eigenständige Person. Es ist Sprüche Kapitel 3, Vers 19 und 20 zuerst. Jahwe hat durch Weisheit die Erde gegründet und durch Einsicht die Himmel festgestellt. Durch seine Erkenntnis sind hervorgebrochen die Tiefen und die Wolken träufelten Tau herab. Und jetzt Psalm 104, Vers 24. Wie viele sind deine Werke, Jahwe? Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Voll ist die Erde deiner Reichtümer. Jesus spricht über seinen Gott, der alles geschaffen hat. Wir können natürlich eben auch, es ist ja einfacher, Jesus zu fragen. Wenn man Jesus das alles zugesteht, dass er das gemacht hat, wäre es doch am einfachsten, dass man ihn fragt, ob er das wirklich alles geschaffen hat. Er kann es auch selber beantworten. Jesus sagt, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer, die Menschen von Anfang als Mann und Frau erschuf? Matthäus Kapitel 19, Vers 4. Jesus sagt, am Anfang der Schöpfung aber hat Gott, sie erschaffen als Mann und Weib. Markus Kapitel 10, Vers 6. Und in Markus Kapitel 13, Vers 19 heißt es dann, Jesus sagt, von Anfang der Schöpfung, die Gott erschaffen hat. Also Jesus sagt ganz klar, dass er es nicht war, sondern er spricht von jemand anderem und den nennt er Gott. Sonst hätte er in jedem Fall auf sich selbst beziehen können und sagen können, ich habe das gemacht, ich, der zweite Gott der Dreifaltigkeit, das zweite Drittel oder der alles wirkt. Dann wäre das einfach gewesen. Aber er sagt ganz klar, jemand anders hat das gemacht und diesen anderen nennt er Gott. Kommen wir zu Jesaja, Kapitel 7, Vers 14. Dort heißt es dann, darum wird der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel heißen. Die Schwangerschaft einer Jungfrau, manche übersetzen es hier auch in Jesaja 7, 14 mit junger Frau, zeigt die Allmacht des himmlischen Vaters, des Messias, ohne einen biologischen Vater in Existenz zu bringen. Das in Maria Gezeugte, Matthäus Kapitel 1, Vers 20, ist vom Heiligen Geist, somit durch die Kraft des Vaters entstanden. Der frühere Kirchenvater Justin der Märtyrer, der auch Justin der Philosoph genannt wird, behauptet, Jesus hätte seine eigene Geburt konzipiert. Also er hätte seine eigene Geburt designt. Das El im Namen haben viele Personen, also es geht jetzt hier um dieses Immanuel, Gott mit uns, und dann sagen sie, Jesus ist ja Gott oder Gott mit uns und dadurch ist ja Jesus dieser Gott durch diesen Namen Immanuel. Aber es gibt viele Personen, die diesen Namen tragen, wie Joel, Israel, Michael, Elisa, Elia, Daniel, Ezekiel und so weiter. Durch das Innewohnen im Immanuel Yeshua ist Gott mit uns. Denn der himmlische Vater durchgeistet den Messias und dadurch ist Gott mit ihm und dadurch auch mit uns. Gott ist mit Jesus gewesen, weil er in Jesus gewesen ist. Jesus spricht die Worte Gottes. Darum geht es ja. Jesus sagt ja nicht, ich bin Gott. Oder Jesus sagt auch nicht, ich bin der Vater, sondern Jesus redet die Worte Gottes. Weil der Geist Gottes auf ihm ist. Und das finden wir in Johannes, ich lese das mal vor, Johannes 3, 34, da heißt es dann, denn der, welchen Gott gesandt hat, wer hat Gott gesandt? Ja, natürlich. Den, welchen Gott gesandt hat, Gott hat ihn gesandt, wen hat er gesandt? Den Messias, redet die Worte Gottes. Er redet die Worte Gottes. Also Jahwe sendet den Messias und Jahwe, der himmlische Vater, sagt dann auch dem Messias, was er dem Volk zu sagen hat. Also er redet seine Worte, sonst wäre auch dieser Vers völlig sinnlos. Wenn er Gott ist, dann heißt es ja nicht, ich redete meine eigenen Worte, sondern er redet die Worte von jemand anderem, nämlich jemand, der ihn gesendet hat. Also der Sender und der Gesandte sind verschiedene Personen. Der zweite Vers ist in Johannes Kapitel 17, Vers 8. Ich lese es auch nochmal schnell vor. Und dort heißt es, denn die Worte, die du mir gegeben hast, also die Jahwe, dem Messias Jesus gegeben hat, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Er wurde gesandt.
Und er redet die Worte des himmlischen Vaters. Er redet nicht seine eigenen Worte, sondern, jetzt haben wir wieder das Stellvertreterprinzip, Gott spricht zum Messias und der Messias gibt das 1:1 weiter und kommt in der Kraft des himmlischen Vaters. Joshua, der Sohn Nuns, heißt auch Jahwe rettet. Das war die Bedeutung seines Namens. Niemand würde auf die Idee kommen, den Sohn Nuns als den allmächtigen Gott anzubeten. So sagt auch der Name nicht, dass Jesus Gott ist, sondern dass Gott in seinem Leben eingriff, um das Volk zu retten. Die Eltern, die im alttestamentlichen Zeit ihrem Kind Itiel, Gott ist mit mir, nannten, das haben wir in Sprüche Kapitel 30, Vers 1, glaubten auch nicht, ihr Nachkomme sei Gott. Namen dieser Art zeigen das göttliche Ereignis, das mit dem Namen des sogenannten Person verbunden ist. Gott, der Vater Jesu, war sicherlich mit Israel, als er durch seinen einzigartigen Sohn wirkte. Im Leben Jesu, dem Sohn Gottes, besuchte Gott sein Volk. Ein trinitarischer Gelehrter des 19. Jahrhunderts schrieb, zu behaupten, der Name Immanuel beweise die Lehre, also von der Gottheit Jesu, ist ein trügerisches Argument, obwohl viele Trinitarier es ins Feld führen. Jerusalem wird Gerechtigkeit Gottes genannt. Ist Jerusalem also göttlich? Dieses Argument, das kommt jetzt hier von Answering to Channing, zitiert in Conscience by, also von Moses Stewart. Der hat es geschrieben, also er selbst ist Trinitarier und sagt, dass dieses Argument eigentlich nicht haltbar ist. Kommen wir zu Jesaja, Kapitel 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Dieser messianische Vers enthält zwei Punkte, die ihn zur Binität erheben sollen. Das eine ist eben der starke Gott, der erwähnt wird, und der andere ist Ewigvater. Das hebräische Wort für starker Gott ist hier El Gibbor. Es kann mit Held, Mann, Gewalt, mächtig, stark oder Krieger übersetzt werden. Luther, der ja selber Trinitarier war, übersetzt es mit Ratheld. Oder die Buber-Rosenzweig-Übersetzung schreibt Ratsmann des heldischen Gottes. Die Jewish Study Bible schreibt in ihrem Kommentar zum Mighty God, Ruler, dass dies der Thronname des königlichen Kindes ist. Semitischen Namen beinhalten sehr oft die Beschreibung Gottes. So bedeutet der Name Jesaja in Hebräisch Gott rettet oder Hesekiel Gott möge kräftigen. Somit beinhalten diese Namen in Kapitel 9, Vers 5 keine Göttlichkeit des Kindes, wie dies in klassischen christlichen Werken auf diesem messianischen Vers fälschlicherweise interpretiert wird. Also, es geht nicht darum, dass wir hier einen starken Gott vor uns haben, sondern dass jemand in der Kraft dieses starken Gottes kommt. Der Vater, jetzt geht es um das Zweite, das Erste war der starke Gott und das Andere ist der ewige Vater. Der Vater der Bibel und allein wahre Gott ist der himmlische Vater Jahwe. Jesus ist nicht der Vater, also da werden wahrscheinlich auch die meisten Trinitarier zustimmen, obwohl sie das dann gerne ins Feld führen. Wenn sie dann aber sagen, dass Jesus der Vater ist, dann sind sie eigentlich keine Trinitarier, sondern Modalisten. Wenn sie sagen, Jesus ist der Heilige Geist, Jesus ist der Sohn und Jesus ist der Vater, das ist keine Trinität. Das wird eben eher von Modalisten ins Feld geführt, dass man sagt, Jesus muss ja der Vater sein. Jesus ist nicht der Vater, sondern hat einen Gott und Vater. Und das finden wir in Johannes Kapitel 20, Vers 17. Ich lese auch das mal vor. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und meinem Gott und auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Also Jesus und wir haben den gleichen Vater und auch den gleichen Gott. Man kann nicht gleichzeitig Vater und Sohn sein. Also was bedeutet jetzt dieser Vers, dass er Vater ist? Wir finden die Lösung in Jesaja Kapitel 22, Vers 21. Da wird nämlich Eliakim als Vater bezeichnet, für die Bewohner Jerusalems und das Haus Juda. Somit ist es ein politischer Titel. Wenn Jesus wiederkommt und auf dieser Erde regieren wird,
in dieser Theokratie, die dann aufgebaut wird in der ganzen Welt, ausgehend von Jerusalem und Israel, wird er unser politischer Vater sein. Der himmlische Vater im geistigen Sinne ist immer noch Jahwe, daran ändert sich gar nichts. Aber der politische Vater, wir kennen das in Deutschland, wo dann Ministerpräsidenten als Landesvater bezeichnet werden. Aber niemand würde auf die Idee kommen, dass dieser Landesvater sein leiblicher Vater ist oder sein geistiger Vater, sondern es ist eine politische Funktion. Und genauso wie Eliakim als Vater bezeichnet wird, für diese kurze Periode, in der er wirkte, ist es natürlich gar kein Problem, dass Jesus als ewiger Vater bezeichnet wird für sein ewiges Reich. Also es ist eigentlich ganz simpel. In Jesaja wird dieser Sachverhalt somit selber beantwortet. Kommen wir zum nächsten Punkt, Jesaja Kapitel 11, Vers 1 bis 2. Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen, und auf ihm wird ruhen der Geist Jahwes, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft und der Geist der Erkenntnis und der Furcht Jahwes. Es ist erstaunlich, was an Versen aufgeführt wird, um die Dreieinigkeit zu belegen. Dieser Vers ist gänzlich ungeeignet für dieses kirchliche Dogma. Der Stumpf Isais beschreibt das dezimierte davidische Königshaus, denn die Herrschaft Jerusalems war zu dem Zeitpunkt die der Assyrer. Doch Gott hat für die Zukunft aus diesem Baumstumpf den Erretter bestimmt. Der Messias kommt aus der Wurzel Davids und ist ein direkter Nachkomme von König David. Das finden wir in den Stammbäumen bei Matthäus Kapitel 1 und Lukas Kapitel 3. David wird auch der Vater Jesu genannt, das haben wir in Lukas 1, 32 gesehen. Wie kann er denn Vater sein, wenn Jesus angeblich älter ist? Also es ist klar, dass Jesus jünger sein muss als sein Vater. Sonst würde das Ganze keinen Sinn machen. Oder man spaltet Jesus einfach auf. Dann hat man den einen Jesus, der, sagen wir mal, über die Logos-Schiene kommt, und den anderen Jesus, der über den Samen kommt. Und diese beiden Jesusse, die treffen sich dann wahrscheinlich in dem Leib Marias oder so. Man muss also Jesus auftrennen. Das ist eben ebenfalls unbiblisch. Es gibt nur einen Jesus, es gibt nur einen Messias, einen Jeschua und nicht zwei. Auf einen allmächtigen Gott muss nicht der Geist Jahwes so. Wenn man Gott ist, dann ist dieser Geist Gott. Ebenso wenig macht es Sinn, dem Geist der Weisheit, Verstandes, Rates, Kraft, Erkenntnis oder der Furcht Jahwes auf einen allmächtigen Gott zu haben. Also wenn man Gott und allmächtig ist, dann muss doch keine Weisheit auf diesem Gott sein. Ich meine, auch das zeigt doch ganz klar, dass wir eine Person haben, die die ganze Zeit bevollmächtigt wird. Und ein Gott braucht keine Vollmacht. Also wenn man ein Gott ist, dann ist man allmächtig, allwissend, dann hat man alles und dann muss man all diese ganzen Salbungen nicht bekommen. Der Geist Gottes verhält sich zu Gott wie der Geist des Menschen zum Menschen. Niemand würde auf die Idee kommen, seinen Geist als separate Person von sich selbst zu betrachten. Paulus erklärt das in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 11 bis 12. Dort heißt es nämlich: Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Der Geist des Menschen Mensch, der Geist Gottes bei Gott. Unser Geist ist genauso wenig eine separate Person von uns, wie der Geist Gottes zum himmlischen Vater. Es ist seine operative Kraft. Kommen wir zum nächsten Vers, und zwar Jesaja Kapitel 40, Vers 3. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bahne den Weg Jahwes, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Johannes der Täufer zitiert diese Jesaja-Stelle in Johannes Kapitel 1, Vers 23. Wollte er damit ausdrücken, dass Jesus hier gemeint ist? Die Stimme eines Rufenden ist die Johannes des Täufers. Das ist klar. Er ermahnt die Pharisäer und Sadduzäer, Buße zu tun und sich taufen zu lassen. Johannes war ein Prophet in der Wüste, um den Weg für Jahwe vorzubereiten. Eine wesentliche Voraussetzung ist der Tod und die Auferstehung des Messias, damit das Reich Gottes ausgebreitet wird, wenn Jesus dann wiederkommt. Haben sich die Prophezeiungen Jesajas zur Zeit Jesu erfüllt? Jesaja spricht davon, dass die Zeit der Mühsal vollendet und die Schuld abgetragen ist. In Vers 2. Oder sind die Berge und die Täler erniedrigt worden? Vers 4.
Hat alles Fleisch die Herrlichkeit Jahwes gesehen? Vers 5. Also alles Fleisch auf diesem Planeten. Nehmen wir Personen in Neuseeland oder in Argentinien oder in Grönland. Vor 2000 Jahren hat der gesamte Planet die Herrlichkeit Jahwes gesehen? Oder war das ein lokales Ereignis in Israel? Es ist eindeutig, dass Jesaja und somit auch Johannes der Täufer vom tausendjährigen Reich sprachen. Es sind Prophezeiungen für die Zukunft. Jahwes Herrlichkeit wird über die ganze Erde leuchten. Das finden wir in Hesekiel, Kapitel 43, Vers 2. Sobald seine Herrlichkeit im Tempel in Jerusalem eingezogen ist. Hesekiel, Kapitel 43, Vers 4 bis 5. Im Allerheiligsten wird Gott Jahwe sein. Der Messias wird auf seinem davidischen Königsthron von Gott intronisiert werden. Das finden wir in Psalm, Kapitel 2, Vers 6. Und von dort aus wird er regieren über die ganze Erde. Also, es handelt sich um eine Teilerfüllung. Und dass alles Fleisch, also alle Menschen, die Herrlichkeit Jahwes sehen werden, das erfüllt sich erst, wenn Jesus wiedergekommen ist, wenn der Tempel gebaut ist und die Herrlichkeit des Herrn, so wie wir das aus dem Alten Testament kennen, einzieht in den Tempel. Zu diesem Zeitpunkt wird die Schuld abgetragen und die Mühsal vollendet sein. Jahwes Herrlichkeit wird bei den Menschen sein. Offenbarung Kapitel 21, Vers 3. Also das, was wir bei Hesekiel lesen, das finden wir auch in der Offenbarung. Da gibt es überhaupt gar keinen Widerspruch. Und so heißt es dann in Offenbarung Kapitel 21, Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Die Hütte Gottes bei den Menschen, nicht umgekehrt. Und das ist genau das, was Hesekiel ebenfalls beschreibt. Vorgängig erfolgt die große Trübsal. Zu diesem Zeitpunkt werden die Inseln und die Berge verschwinden. Das finden wir in Offenbarung Kapitel 16, Vers 20. Und jeder Hügel und jeder Berg wird erniedrigt werden und das Höckerige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Erniederung. Jesaja Kapitel 40, Vers 4. Kommen wir zum nächsten Vers, Kapitel 40, Vers 10 bei Jesaja. Siehe da, euer Gott, siehe der Herr Jahwe kommt mit Kraft und sein Arm übt Herrschaft für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei und seine Vergeltung, Ertrag, geht vor ihm her. Ob Jesaja vermutete, dass die Rückkehr aus dem babylonischen Exil direkt in das Reich Gottes münden würde, ist schwer zu sagen. Doch der ganze Abschnitt beschreibt das tausendjährige Reich. Wenn das Reich Gottes anbricht, wird nicht nur der Messias wieder zurück auf die Erde kommen, sondern auch der himmlische Vater Jahwe. Jahwe ist dann hier, das finden wir in Hesekiel, Kapitel 48, Vers 35, und bleibt auch ewiglich. Auch alle Nationen werden wissen, dass Jahwe Gott ist. In Hesekiel, Kapitel 37, Vers 26 bis 28 heißt es dann, und ich werde einen Bund des Friedens mit ihnen machen, ein ewiger Bund wird er mit ihnen sein, und ich werde sie einsetzen und sie vermehren und werde mein Heiligtum in ihre Mitte setzen, ewiglich. Und meine Wohnung wird über ihnen sein und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und die Nationen werden wissen, dass ich Jahwe bin, der Israel heiligt, denn mein Heiligtum in ihrer Mitte sein wird ewiglich. Ganz klar. Nicht völlig klar, was diese Verse hier alles zu bedeuten haben. Also der himmlische Vater wird in der Mitte sein und alle Nationen werden wissen, der ganze Erdball wird wissen, dass er Gott ist. Jetzt kann man sich auch fragen, ist dies heute der Fall? Weiß der gesamte Planet, dass Jahwe Gott ist? Nein, weiß er es nicht. Wenn es heißt, siehe da euer Gott, dann wird von der Herrlichkeit Jahwes gesprochen. Gott ist weiterhin unendlich und unsichtbar. Das finden wir eben in Johannes Kapitel 5, Vers 37 oder 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 16. Der versprochene Erbteil, welcher in den Himmeln aufbewahrt ist für uns, das finden wir in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 4, wird jetzt verteilt. Das Erbe, was aufbewahrt war. Der Messias spricht von denen, die über 5 oder 10 Städte herrschen werden. Das sehen wir im Gleichnis bei Lukas, Kapitel 19, Vers 17 bis 19. Der himmlische Vater ist ja der Erblasser und die Kinder Gottes sind die Erbnehmer. Auch hier wird wieder deutlich, dass auch der Messias ein Erbnehmer ist.
Gott erbt aber nichts, sondern Jahwe verteilt das Erbe auf den Messias und alle anderen Kinder Gottes. Also, der himmlische Vater ist der Erblasser und der Messias und wir sind die Erbnehmer. Wäre der Messias Gott, wäre er ebenfalls der Erblasser, aber der Messias erbt ja etwas. Deswegen gehört er zur Menschheit. In Römer Kapitel 8, Vers 17 heißt es dann, wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir anders mitleiden, auf dass wir auch mitverherrlicht werden. Wir kommen zum nächsten Vers, Jesaja Kapitel 48, Vers 16. Nahet euch zu mir, höre dieses. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet, von der Zeit an, da es ward, bin ich da und nun hat der Herr Jahwe mich gesandt und sein Geist. Eines der Argumente der Trinitarier ist das Aufzählen von Vater, Sohn und Heiliger Geist in einem Vers. Sobald die drei in einem Vers erscheinen, wird dann von der Dreieinigkeit gesprochen. Das finden wir unter anderem dann auch in Matthäus 28, 19 oder 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 13. Zuerst einmal muss gesagt werden, dass eine Aufzählung ist und alles andere ist eine Hinzufügung. Also selbst wenn Vater, Sohn und Heiliger Geist in einem Vers erwähnt werden, dann ist es Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da steht noch gar nicht zu der Beziehung zueinander oder dass es um drei Gottpersonen geht. Es wird von Jahwe und von seinem Geist gesprochen. Dass er sich hier um zwei Gottpersonen handelt, ist reine Spekulation. Jahwes Geist ist der väterliche Geist. Es gibt nicht mehrere heilige Geister. Und das lesen wir dann unter anderem in Matthäus Kapitel 10, Vers 20. Dort heißt es nämlich, denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Also der väterliche Geist, der redet in uns. Wer ist der Gesalbte in Jesaja 48, Vers 16? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Auch diese Frage ist sehr einfach zu beantworten, denn wir müssen einfach nur drei Kapitel nach vorne gehen und da ist die Lösung. Wer dieser Gesalbte ist, und das wird auch von der Wuppertaler Studienbibel bestätigt, da heißt es nämlich, so spricht Jahwe zu seinem Gesalbten, zu Kyros, dessen Rechte ich ergriffen habe, um Nationen vor ihm niederzuwerfen und damit ich die Lenden der Könige entgurte, um Pforten vor ihm aufzutun und damit Tore nicht verschlossen bleiben. Jesaja Kapitel 45, Vers 1. Also der Gesalbte Kapitel 48 wird in Kapitel 45 erwähnt und das ist Kyros und eben nicht Jesus, der Messias. Daher ist auch dieser Vers völlig ungeeignet und komplett falsch, um hier eine Dreifaltigkeit anzudeuten, denn niemand würde Kyros zustehen, dass er ein Teil der Dreifaltigkeit ist. Wie gesagt, ist die Wuppertaler Studienbibel der gleichen Meinung. Es handelt sich um Kyros und nicht um Jesus. Dies ergibt sich aus den vorherigen Versen. Kyros ist nicht Gottes Gesandter im heilsgeschichtlichen Sinn, doch ist er ein Beauftragter in einem bestimmten geschichtlichen Sinn, in einer bestimmten geschichtlichen Situation und somit Träger des väterlichen Geistes für diese Situation. Wie auch der Messias hatte Kyros eine doppelte Aufgabe, das Volk zu erlösen und Gottes Gericht über die Ungläubigen zu bringen. Die These, dass und nun beziehe sich auf den Messias Jesus, ist so stichhaltig wie das lasst uns Menschen machen in 1. Mose 1,26. Also man braucht schon wirklich stichhaltigere Beweise und Kyros ist nicht Teil der dreifaltigen Gottheit. Kommen wir zu Hesekiel, Kapitel 8, Vers 2. Und ich sah und siehe eine Gestalt, wie das Aussehen von Feuer, von ihren Lenden abwärts Feuer und von ihren Lenden aufwärts, wie das Aussehen eines Lichtglanzes, wie der Anblick von glänzendem Metall. Ist der Geist Gottes eine Person, weil er handeln kann und von einer Gestalt geschrieben wird? In Hesekiel, Kapitel 3, Vers 14, wird das Emporheben und irgendwo hinwegbringen beschrieben. Das finden wir öfters in der Bibel. Als Hesekiel in einer Vision nach Jerusalem gebracht wurde, blieb er in Babylon. Die Ältesten, die bei ihm waren, konnten diese Vision nicht sehen. Erst als Hesekiel diese Vision verließ, konnte er es den Ältesten mitteilen. Das finden wir in Hesekiel Kapitel 11, Vers 24 bis 25. Dies bestätigt auch die Worte und brachte mich in Gesichten Gottes nach Jerusalem. Es handelt sich somit um ein innerliches Erlebnis, wie es in Hesekiel Kapitel 8, Vers 3 steht. Dieser Geist,
der Hesekiel emporhob, ist der gleiche Geist, der in ihn gekommen war. Das finden wir in Hesekiel Kapitel 2, Vers 2. Da Geist kein Fleisch und Bein hat, hat uns schon der Messias gelehrt. Das finden wir in Lukas Kapitel 24, Vers 39. Ein körperliches Wesen kann auch nicht in ein anderes körperliches Wesen einziehen. Was einzieht, ist der immaterielle Geist. Dieser Geist brachte Hesekiel an verschiedene Orte und gab ihm Informationen. Es wird sich wahrscheinlich um einen himmlischen Boten, einen Engel handeln. Vergleich dazu Hesekiel Kapitel 40, Vers 3 oder Daniel Kapitel 10, Vers 6. Hesekiel hat bei seiner Beschreibung dieser Erscheinung sicherlich nicht die Gestalt eines Gottes neben Jahwe beschrieben. Er erkannte das Bilderverbot Gottes. Kommen wir zum nächsten Vers, Daniel, Kapitel 3, Vers 25. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer frei wandeln mitten im Feuer und keine Verletzung ist an ihnen und das Aussehen des vierten ist gleich einem Sohne der Götter. Nebukadnezar hat Hanania, Misael und Asaria in den Feuerofen werfen lassen. Sie haben sich geweigert, das Götzenbild anzubeten. Handelt es sich bei der vierten Person jetzt um Jesus? Interessanterweise bestätigt der Messias in den Evangelien nicht ein einziges Mal solche Deutungsversuche, ob als Engel des Herrn oder einer der Göttersöhne im Alten Testament. Der weitere Verlauf im Text gibt uns die Antwort. In Daniel Kapitel 3, Vers 28 heißt es dann, Nebukadnezar hob an und sprach, gepriesen sei der Gott Sadras, Messas und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Wort des Königs übertraten und ihre Leiber dahingaben, um keinen Gott zu dienen noch ihn anzubeten als nur ihren Gott. Engel werden auch als Göttersöhne bezeichnet, das finden wir in Hiob Kapitel 38, Vers 7. Es sind dienstbare Engel, die im Auftrag des himmlischen Vaters Wunder vollbringen. Und in Jesaja Kapitel 43, Vers 1 bis 2 heißt es dann, und nun, so spricht Jahwe, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden, und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Kommen wir zu Daniel, Kapitel 7, Vers 13. Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn und er kam zu den Alten an Tagen und wurde vor demselben gebracht und ihm wurden Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben und alle Völker und Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Hier haben wir erneut eine Version, ein Gesicht wiederum in der Nacht. Der Menschensohn Jesus wird zudem an Alten an Tagen den himmlischen Vater gebracht. Diese Vision hat sich 40 Tage nach der Auferstehung Jesu Christi erfüllt. Das finden wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 9. Somit fast 600 Jahre, nachdem Daniel die Vision empfangen hatte. Ist der Menschensohn ein Gottestitel oder ein Hinweis auf eine Binität? Wie so oft wird vom himmlischen Vater und von seinem einzigartigen Sohn gesprochen, kein Hinweis auf eine dritte Person und damit eine Dreifaltigkeit. Wird der Gott der Bibel ein einziges Mal als Menschensohn bezeichnet? Gott hat ganz im Gegenteil gesagt, dass er kein Mensch ist. So finden wir in Hosea Kapitel 11, Vers 9, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, als der Heilige bin ich in deiner Mitte. 4. Mose Kapitel 23, Vers 19, Gott ist nicht ein Mensch, noch ein Menschenkind. 1. Samuel, Kapitel 15, Vers 29, denn er, Gott, ist kein Mensch. Gott hat den Propheten Hesekiel 90 Mal Sohn des Menschen, Menschensohn, genannt. Was Hesekiel in Bezug auf das Menschsein gewesen ist, das ist auch Jesus gewesen. Jesus ist als menschliches Wesen gekommen und nicht in einem menschlichen Körper. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Er hat einen menschlichen Leib, einen menschlichen Geist, eine menschliche Seele, einen menschlichen Willen und eine menschliche Persönlichkeit. Er hat ein menschliches Persönlichkeitszentrum. Er ist unser Bruder und er hat nicht nur so getan, als wäre er ein Mensch oder
hat seinen Fleischmantel angezogen, um diesen Fleischmantel dann am Kreuz sterben zu lassen. Nein, er ist selber Mensch. Maria hat ein Baby auf die Welt gebracht. Kommen wir zu Micha, Kapitel 5, Vers 1. Und du, Bethlehem, Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll, und seine Ausgänge sind von Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Ist dir von einem präexistenten Messias die Rede, der vor Urzeiten hervorkam? Das Erste, was auffällt, es wird von einem Ereignis in der Zukunft gesprochen, nämlich aus dir wird hervorkommen. Dieser Herrscher wird im tausendjährigen Reich auf dem davidischen Königsthron sitzen. Es heißt, aus dir wird hervorkommen. Es heißt nicht, aus dir kam vor Ewigkeiten hervor. Im masoretischen Text ist der Begriff Ausgänge ein Plural. Somit ist es konkreterweise Ausgänge, Herkünfte oder Ursprünge. Die Schlachter 51 schreibt unkorrekterweise Ursprung. The Hastings Bible Dictionary übersetzt den Ausdruck als von ferner Vorzeit her und fügt hinzu, dass von den Tagen der Ewigkeit her fälschlicherweise die ewige Präexistenz des Messias suggeriert wird. Cambridge Bible for Schools and Colleges schreibt hierzu, ganz offensichtlich und viel besser im Zusammenhang bezieht sich der Ursprung auf seine Abstammung von der alten davidischen Familie, Vergleich Amos Kapitel 9, Vers 11, wo sich die Tage der Vorzeit auf die Herrschaft Davids beziehen. Also, es geht bei den Ausgängen von der Urzeit um die Herrschaft Davids. In Amos 9,11 heißt es dann, an jedem Tage will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und sie wieder bauen, wie in den Tagen der Vorzeit. Das Wort Ausgänge deutet auf einen Anfang hin, was das Wort Ewigkeit von vornherein ausschließt. Ewig bedeutet weder Anfang noch ein Ende zu haben. Kommen wir zu Maleachi, Kapitel 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereite vor mir her, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr suchet, und der Engel des Bundes, den ihr begehret. Siehe, er kommt, spricht Jahwe, der Herrscher. Dieser Vers ist bei den Auslegern sehr umstritten und erhält verschiedene Auslegungen. Der Sprecher ist Jahwe, der seinen Boten sendet. Es könnte sich hier um Johannes den Täufer handeln, Vergleich Jesaja Kapitel 40, Vers 3 oder Johannes Kapitel 1, Vers 23. Diese Sicht haben unter anderem Ephraim, Hieronymus, Cyril, Theodoret, Calvin, Cocceus, Venema. Wenn sich die Zeit erfüllen wird, wird die Herrlichkeit Gottes plötzlich, also sehr rasch vollziehen, wer wird zu seinem Tempel kommen? Der himmlische Vater Jahwe. Jesus wird ebenfalls wenig im Tempel sein, wird ebenso wenig im Tempel sein wie sein Vorfahre König David, sondern er wird auf dem davidischen Königsthron sitzen. Also im Tempel ist der himmlische Vater Jahwe und auf dem davidischen Königsthron sitzt Jeschua, Jesus. Jesus wird nicht im Tempel sein, aber der Tempel Gottes, den wird er bauen. Er baut den Tempel. Und das finden wir in Sacharja Kapitel 6, Vers 12 bis 13. Da heißt es nämlich, so spricht Jahwe der Herrscher und sagt, siehe ein Mann, sein Name ist Spross. Hier sehen wir, dass Jesus ganz viele verschiedene Namen hat. Einer dieser Namen ist auch Spross. Und er wird von seiner Stelle aufsprossen und den Tempel Jahwes bauen. Ja, er wird den Tempel Jahwes bauen und er wird Herrlichkeit tragen und er wird auf seinem Throne sitzen und herrschen und er wird Priester sein auf seinem Throne. Und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Also, der Spross wird den Tempel bauen und wird auf seinem Throne sitzen. Also im Tempel ist jemand anders als auf dem Thron. Der Engel des Bundes ist ein Engel, vielleicht der Engel Jahwes. Dieser besondere Engel wird auch im Neuen Testament aktiv. Jesus ist kein Engel, noch war er jemals ein Engel. Ich habe das vorhin in den Hebräer ich lese es nochmal gerne vor, also Hebräer 1,5, 1,13 oder 2,5. Was ganz wichtig ist, Engel haben keine Geschlechtsregister. Jesus hat ein Geschlechtsregister, nur Menschen haben Geschlechtsregister. Gott hat auch kein Geschlechtsregister. Kein Engel hat Geschlechtsregister.
Und dass Jesus Geschlechtsregister hat, das ist kein Zufall, sondern es soll eben aufzeigen, auf wen wir wirklich warten. Kommen wir zu Sacharja Kapitel 12, Vers 10. Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Der Prophet Sacharja beschreibt in der Zeit am Ende der großen Trübsal. So heißt es im vorherigen Vers: An jenem Tage, da werde ich alle Nationen zu vertilgen suchen, die wieder Jerusalem heranziehen. Das finden wir in Sacharja Kapitel 12, Vers 9 oder auch Kapitel 14, Vers 3. Zu jener Zeit wird das ganze Haus Davids sein wie Gott, wie der Engel Jahwes. Das finden wir in Vers 8. Das ist auch interessant. So, das ganze Haus Davids wird in der Endzeit sein wie Gott. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, aus trinitarischer Sicht wird dieser Vers selbstverständlich nie erwähnt. In Sacharja Kapitel 12, Vers 8. Das Haus Davids wird verglichen mit Gott und mit dem Engel Jahwes. Aber niemand würde ja auf die Idee kommen, dass das Haus Davids Teil der Gottheit ist. Auch hier sehen wir wieder das Stellvertreterprinzip, wie sich durch die ganze Bibel zieht, dass nämlich der Engel Jahwes wirkt wie Gott, also wie Jahwe, er kommt in seinem Namen und das Haus Davids wird dort sehr stark sein und wird im Auftrag Gottes handeln. Und deswegen kann es auch als Gott bezeichnet werden, ohne dass es selbstverständlich Gott ist. Es ist immer wieder dasselbe Prinzip. Gott wird den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen und dann werden sie erkennen, dass Jesus der Christus ist. Durchbohrt wurde er der Messias und nicht ein unsterblicher Gott. Denn Gott kann ja nicht sterben. Das lesen wir in 1. Timotheus 6, 16. Gott ist unsterblich. Jesus musste aber zwingend sterben. Das lesen wir in Jesaja Kapitel 53, Vers 8, dass er zwingend aus dem Lande der Lebendigen ausgetilgt werden musste. Also er, der Messias, er musste sterben und zwar ganz und nicht nur sein Körper oder ein Teil von ihm, sondern wenn er nicht ganz gestorben ist, dann sind wir immer noch in unseren Sünden. Das ist ganz wichtig, dass man das nicht vergisst. Der Begriff der Erstgeburt beschreibt die Vorrangstellung des Messias im Reich Gottes und nicht eine Zeugung in Ewigkeit im Sinne der Präexistenz. Der Messias wird nämlich zum Erstgeborenen gemacht. Und das finden wir im Psalm 98, Vers 27. Da heißt es nämlich, so will auch ich, der himmlische Vater, ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der Könige der Erde. Ganz einfach. Er macht ihn zum Erstgeborenen und das bedeutet, er ist in der Vorrangstellung höher als alle anderen. Und dadurch, dass er in der Vorrangstellung höher ist, ist es klar, dass auch David ihn Herr nennen wird im Reich Gottes, wenn alle nämlich wieder auferstehen werden. Trinitarische Gelehrte sprechen, wenn es um das Alte Testament geht, gerne von Hinweisen oder Indizien bezüglich der Trinitätslehre im Alten Testament. Also nirgendwo steht, das ist die Dreifaltigkeit, sondern man sagt, ja, es ist alles sehr schattenhaft, geht sogar so weit, ich habe da auf YouTube eine Debatte gesehen zwischen Rabbi Tobias Singer, der ist ja bekannt, und dem trinitarischen Theologen Dr. William Lane Craig aus dem Jahre 2011. Dieser Dr. Craig ist Professor der Tablet School of Theology und er sagt in dieser Debatte, dass es gar keine Trinität im Alten Testament gibt. Dazu muss ich sagen, das Alte Testament, wenn man die Anzahl Kapitel zugrunde legt, also 929 Kapitel von 1189, das ist jetzt 78% der Bibel. 78% der Bibel ist das Alte Testament. Also, wir haben nur noch 22% vor uns. Das sind 78% der Bibel, es keine Trinität gibt. Aber er ist trinitarischer Professor und sagt, im Alten Testament gibt es keine Trinität. Das heißt, jetzt sind fast 4/5 der Bibel vorbei und wir haben noch nichts gefunden.
Wir werden das dann im nachfolgenden Vortrag uns ansehen, ob sich dann das ändert, ob wir im Neuen Testament etwas finden, was wir im Alten Testament nicht gefunden haben. Also die nachfolgenden Aussagen aus verschiedenen Enzyklopädien bestätigen den strengen Monotheismus im Alten Testament, so heißt es dann. Es gibt im Alten Testament keinerlei Anzeichen von Unterschieden in der Gottheit. Es ist ein Anachronismus, entweder die Lehre der Inkarnation oder die Lehre von der Trinität auf ihrer Seite vorzufinden. Encyclopedia of Religion and Ethics. Dann sagt die Encyclopedia of Religion, heutige Theologen stimmen überein, dass die hebräische Bibel keine Lehre von der Trinität enthält. Dann kommen wir zur New Catholic Encyclopedia. Die Trinitätslehre wird im Alten Testament nicht gelehrt. Dann kommen wir noch zum Evangelischen Lexikon für Theologie und Gemeinde, Band 3. Eine eigentliche Lehre von der Trinitätslehre, Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit Gottes, finden wir in den biblischen Schriften noch nicht. Wohl aber finden wir Zeugnis über den Gott, den Vater, seinen Sohn und den Heiligen Geist, die auf ihre zusammenfassende Deutung und Bekräftigung im späteren Trinitätsdogma hindrängen. Diejenigen Stellen im AT, in denen christliche Theologie die Trinität schon bezeugt, fand sich für sich genommen noch nicht aussagekräftig. Also es zeigt sich, dass die meisten entweder sagen, im Alten Testament gibt es keine Trinität, es deutet hin, da könnte es etwas geben, es gibt Anzeichen, aber wie ich sagte, 78% der Bibel sind schon vorbei, haben wir schon hinter uns. Ich würde sagen, die Mehrheit der Verse, die trinitarisch gedeutet werden, habe ich erwähnt, wir haben keine Trinität gefunden. Und wir werden sehen, ob wir in dem Rest der 22%, das machen wir dann im nächsten Vortrag, ob wir dort die Trinität finden.